Noch schlechter als Hansi Flick war bisher nur ein einziger Bundestrainer. Wisst ihr, um wen es geht? Hier kommen einige Bilanzen der deutschen Coaches. Berti Vogts wurde zwar nicht Weltmeister, hat mit 2,18 aber den besten Punkteschnitt pro Spiel. Nur 12 von seinen insgesamt 102 Spielen gingen verloren. Das Gesicht des Sommermärchens 2006. Jürgen Klinsmann kommt in 34 Spielen auf glatte 2 Punkte pro Spiel. Die meisten Spiele, die meisten Siege, die meisten Tore. Jogi Löw war von 2006 bis 2021 in 189 Spielen Bundestrainer. Mit insgesamt 120 Siegen stehen 2,07 Punkte pro Spiel. Der Paukenschlag nach dem Japan-Spiel. Hansi Flick wurde nach nur 25 Spielen entlassen. Es stehen 12 Siege, 7 Unentschieden und 6 Niederlagen. Ergibt einen Punkteschnitt von 1,72. Schlechter war nur er. Erich Ribbeck trainierte Deutschland von 98 bis 2000 und hat in 24 Spielen einen Punkteschnitt von nur 1,5.